man sollte schon darauf achten, dass sie nicht zu kindisch, nicht zu infantil ist, sondern die jungen Leute ernst nimmt. Man sollte freilich aber anknüpfen an persönlichen Erfahrungshorizonten, sonst geht das alles über die Köpfe hinweg. Vor allem aber sollte man darauf achten, dass politische Bildung sich nicht in Einzelhappern von Wissen erschöpft, sondern dass sozusagen das große Ganze oder eine Art Gestell sichtbar wird, in das man die einzelnen Wissensbestände einsortieren kann. Ach, man kann das Wahlalter schon auf 16 Jahre senken, aber irgendwo gibt es dann eine Grenze. 12-Jährige oder 8-Jährige wählen zu lassen, ist bestimmt nicht ganz angemessen. Obendrein scheint es mir, dass die Lust, sich über Politik zu informieren, im Alter von 16 nicht die allergrößte sein dürfte. Ich habe mich da nicht für Politik, sondern für Mädchen interessiert. Aber wenn junge Leute gerne mit 16 wählen wollen, dann muss man ihnen das Wahlrecht hier nicht vorenthalten. Natürlich ist der leichteste Zugang heute der über das Internet. Man braucht lediglich Spiegel Online, Focus Online sich zu beschaffen und dann ist man immer informiert. Aber dann fehlt ein größerer Rahmen, in den man die Informationspuzzlesteine einfügen könnte. Und diesen größeren Rahmen erwirbt man, indem man eine jener großen Tageszeitungen liest, aus denen sich auch die politische Klasse, aus denen sich Wissenschaftler, aus denen sich Journalisten selbst informieren. Dazu zählen etwa Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und obendrein schadet es nicht, auch in die großen Wochenzeitungen zu blicken, etwa in die Zeit.